Gut, hallo und herzlich willkommen hier auf Jekams Womo TV zu einem neuen Video. Heute mal aus der Rubrik, ja, Tipps und Tricks, do it yourself, ach, beides in einem. Denn es geht heute mal um den Einbau eines Verdunklungssystems des FP300 von Dometic. Gleich zu Anfang für alle Wissbegierigen, weil das war nämlich auch so meine große Frage. Ich war nämlich so heiß auf das FP320, weil ich ja gedacht habe, das FP320 ist das Nachfolgermodell vom FP300, weil ja 320 eigentlich höher ist und der logische Menschenverstand sagt, 320 klingt eigentlich neuer als 300. Aber nein, da war ich schief gewickelt, denn der nette Herr von Caravan Elements, wo ich das Teil bestellt habe, hat mich aufgeklärt und gesagt, nein, das ist nicht so. FP320, also das, oder FSP320, so ist ja die korrekte Bezeichnung, war früher die Bezeichnung für ein selbst zusammengelegtes Kit, bestehend aus Frontplissé 300, also das Frontplissé, so wie es jetzt existiert, und die alten Seitenplissés SP200. So hat man dann aus einem Kit, was man zusammengestellt hat, dieses FSP Frontseitenplissés 320 draus gemacht, also wie gesagt, bestehend aus FP300, dem Frontplissé, und den Seitenplissés 200 hat man die 320 gemacht. Das hat man abgeändert, da man die Seitenplissés modernisiert hat. Da gab es Schwierigkeiten mit dem Seitenspiegel für den Fahrer. Wenn er so hoch von Wuchs war wie ich, dann hat man da also schlecht reinsehen können. Das hat sich jetzt mit den SP300 natürlich geändert. Da hat man ein neues System erfunden. Alles beides hat man jetzt in ein offizielles Kit gepackt und als FSP300 zum Kauf angeboten, und das habe ich bestellt und eingebaut. Darum geht es in diesem Video. Viel wollte ich eigentlich nicht im Vorfeld sagen, aber ich muss hier doch so einiges erklären. Erstmal im Vorfeld habe ich ein kleines Unboxing gemacht. Das heißt, ich habe also die Pakete mal ausgepackt und habe so vorgestellt, was alles im Lieferumfang drin ist. Das ist nicht lang, das sind vielleicht 3 Minuten oder so. Wen es interessiert, da kann man mal sehen, was man alles bekommt. Danach bin ich dann an den Einbau gegangen. Ich muss dazu sagen, die Pakete, 2 an der Zahl, also einmal das Frontplissé und dann in einem anderen Paket die Seitenplissés, kamen unterschiedlich geliefert. Das heißt, zuerst kam natürlich das Frontplissé, dann hatte ich mich gewundert, dass das Seitenplissé nicht dabei war. Dann hatte ich mich mit Caravan Elements in Verbindung gesetzt, die haben mir dann erzählt, es kam da zur Beauftragung von 2 Spediteuren. Das war so kurz nach der Wiedereröffnung, nach dem Lockdown. Aber alles okay, das kam der nächsten Tag. Ich habe mich also beigemacht und habe das Frontplissé angefangen einzubauen. Bis an die Stelle, an der die Blende oben, diese Plaste-Rahmenblende, verbaut wird. Da bekam ich dann Probleme. Welche seht ihr in diesem Video? Musste das dann abbrechen und habe die Seitenplissés eingebaut, und nach den Seitenplissés kam dann in weiterer Folge es dazu, dass ich dann oben die Blende doch noch einbauen konnte. Deswegen seht ihr in diesem Video erst den Einbau der Frontblende, dann den Einbau der Seitenplissés und dann den Einbau der Blende oben an der Frontscheibe, oben da, ja gut. Falls sich einer wundert, warum das so ein bisschen durcheinander ist, genau das ist der Hintergrund. Ich habe es im Video selber auch nochmal erklärt. Gut, das soll es jetzt aber dazu gewesen sein. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns danach zu einer kleinen Erklärung, einem kleinen Fazit, wie ich das Ganze empfunden habe. Viel Spaß. So, wie also vorangekündigt, jetzt erstmal die Öffnung des ersten Paketes. Hier, wie gesagt, das FP300, hier also das Frontplissé, was zuerst geliefert wurde. Nachdem wir es geöffnet haben, sehen wir hier einen großen Karton, in dem sich dann das Frontrollo, wie wir gleich sehen werden, befindet. Und 2 kleine Pakete, in denen die Teile der B-Säule hier mitgeliefert werden. Das sehen wir jetzt hier. Davon gibt es also 2 Stück an der Zahl. Pro Paket wird hier eine Verkleidung für die B-Säule geliefert. Hier die Verkleidung für die B-Säule Beifahrerseite und die Verkleidung für die B-Säule der Fahrerseite. Natürlich liegt auch das Schraubmaterial dabei. Hier mal die
Packung 1, die Packung 2, wie ihr dann sehen werdet, folgt etwas später. Genauso wird eine Schablone mitgeliefert, die hier ausgeschnitten werden muss. Das seht ihr dann etwas später im Video. Das ist hier so ein recht stabiler Karton, möchte ich bald sagen. Wie gesagt, der muss ausgeschnitten werden. Da habt ihr zwei Löcher drauf, die stanzt ihr so ein bisschen ein. Und dann wird das übertragen. So, in diesem sehen wir die Blende. Zu dieser Blende, wie vorangekündigt, kommen wir noch. Und das FP300, also das eigentliche Plaisir. So, hier nur das zweite Paket. Dies kam allerdings erst einen Tag später. Mit der Banderole Caravan Elements. Wenn wir das also öffnen, haben wir erstmal eine ganze Menge Papier. Das impliziert also, dass das hier sehr transportsicher gelagert ist. Das ist auch wichtig, wie wir gleich noch sehen werden. Hier kommt zum Vorschein einmal der Fensterrahmen oder beziehungsweise ja, der Fensterrahmen für die Beifahrerseite. Gut verpackt, allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn ich habe gemerkt, dass diese Rahmen sehr labil sind und schnell brechen können. Des Weiteren haben wir hier eine Aufbauanleitung, die meines Erachtens relativ gut beschrieben ist. Noch einen kleinen Karton dazu. So, nach der Entfernung des zweiten Bodens natürlich den zweiten Fensterrahmen für die Fahrerseite und natürlich noch ein kleines Paket. Den Inhalt präsentiere ich jetzt einmal. Wir können uns eigentlich schon vorstellen, was drin ist. Hier befinden sich natürlich die Seitenplissés mit der Beschreibung SP300. Das erste ist natürlich vernünftigen Augenscheinnahme, um mal zu schauen, ob auch alles richtig heile und sicher transportiert worden ist und natürlich auch vernünftig bei uns angekommen ist. Und natürlich auch die für die zweite Seite, das SP300. Mitgeliefert wird selbstverständlich auch das dazugehörige Schraubenmaterial. Besonders schön finde ich hier diese weiß lackierten Schrauben und hier nochmal das Gesamtpaket Seitenplissé 300 in der Gesamtaufnahme. Mit dazugeliefert wird selbstverständlich die Anbauanleitung. Ja, und noch ein kleiner Tipp der Firma Caravan Elements. So, nachdem wir uns also angeguckt haben, was alles so mitgeliefert wird, habe ich mich hier also an den Einbau gemacht. Zunächst ist es also essentiell, den Rückspiegel hier wegzumachen. Das ist ganz einfach. Ihr fasst ihn unten an, dreht ihn nach links. Dann habe ich die mitgelieferte Oberblende angepasst, um mal zu sehen, wie das ganze Teil im Prinzip angebaut wird und wie es passig ist. Und dann fingen meine Probleme im Prinzip schon an. Ich habe also versucht, dieses Ding da irgendwie passig oben ranzukriegen, aber irgendwie wollte das nicht funktionieren und ich hatte schon jetzt so den leisen Verdacht, dass mit dieser Blende irgendwas nicht stimmt. Ich sollte auch recht behalten, ihr seht später warum. Nach einigen Hin- und Hergefriemel habe ich mich dann dazu entschlossen, das Teil erstmal beiseite zu stellen und mich um die Seitenverkleidung zu kümmern. So, als erstes habe ich hier erstmal den Karton benutzt, den ich vorhin vorgestellt habe. Hier wird die Schablone ausgeschnitten und die beiden unteren Binorexe umgebogen und als eine Art Fuß verwendet. Das ganze Teil schiebt man ran bis an die Frontscheibe und erhält dann so den korrekten Sitz für die beiden Löcher, die dann gebohrt werden müssen. Hier ein kleiner Tipp von mir, nehmt einen farbigen Stift, um die angezeichneten Löcher besser identifizieren zu können und sie nicht zu verwechseln, eventuell mit Fliegendreck oder so. Vorgebohrt habe ich hier mit einem Akkuschrauber und einem 2,5 mm Bohrer. Solltet ihr euch eventuell verbohren, ja dann habt ihr wenigstens noch den Trost, dass eine Verkleidung drüber sitzt. Aber im Prinzip kann es nicht passieren, wenn ihr zumindest einen farbigen Stift verwendet. So. So, jetzt kommt ein wenig Popelarbeit, die kleinen Schrauben nämlich in die vorgebohrten Löcher zu kriegen und dabei nämlich das Frontplissé 300 festzuschrauben. Das ist links etwas einfacher als rechts, je nachdem, ob ihr also Rechts- oder Linkshänder seid. Ich bin Rechtshänder und hatte damit natürlich auf der rechten Seite die größeren Schwierigkeiten. Aber ihr seht, ich habe es hingekriegt. So sieht also das vollendete Werk aus und ich muss mal sagen, wenn ich das hinkriege, schafft es eigentlich jeder andere auch.
Nachdem wir also das Frontplissé jetzt festgeschraubt haben, kommen die beiden Seitenverkleidungen der B-Säule zum Einbau. Hier bitte unten einklicken und das Bänzle, was ihr hier unten seht, darauf achten, dass das nicht mit nach hinten eingeklemmt wird, denn das wird nachher ganz einfach nach oben verlegt. Ihr seht gleich, wie das dann oben befestigt wird. Bevor die Seitenteile oder die Seiten-B-Verkleidung hier befestigt wird, muss natürlich der Türgummi noch umgelappt werden und um die Falz von der Verkleidung gelegt werden. So sieht diese B-Säulenverkleidung links, also mal nach dem groben Anstecken, aus. Sie ist hier noch nicht verschraubt worden. Ersichtlich ist hier noch die obere Plastikblende. Das ist wichtig, dass die von vornherein drinne sitzt, denn sie muss oben in diese Führung hier oben mit eingebaut werden und reingeklickt. Wenn das später verschraubt ist, kriegt ihr das nur ganz schwer ran. Ihr müsst also die immer locker haben, die Seitenverkleidung, um diese Plastikblende oben mit festzukriegen. Das Band, was ihr hier seht, das habe ich ganz einfach oben dann hinter die Verkleidung gelegt und ist dann somit nicht mehr sichtbar. Am Ende des Bandes ist eine kleine Messingeinheit angeschraubt, die wird einfach in diesen Spalt hier eingeklemmt und achtet bitte darauf, dass das Band immer straff ist. Denn dadurch bekommt das Plissé seinen stabilen Halt, wie wir das von Fensterplissés her kennen. Jetzt spiele ich euch Originalaufnahmen ein, denn jetzt kommen die Probleme mit der oberen Blende. Diese Schrauben hier oben, ja, die sollen eigentlich in diese Vertiefung, also in diese Verbreiterung, wo hier zwischen hier und hier angeschraubt werden. Das Problem bei meinem ist, dass die Schrauben sich hier befinden und hier. Hier und hier habt ihr aber kaum Futter dahinter. Denn theoretisch sollte das hier rein und dieses Teil steht weiter raus. Das heißt, ihr habt nach hier mehr Fleisch. Hier, wo die Löcher sind, haut das nicht mehr hin. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn hier noch eine Platte wäre. Dann hätte ich zwei neue Löcher gebohrt und hätte das Teil ganz einfach hier ran gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ihr habt also hier wenig Fleisch. Also hier so ein Ding einzubauen, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber das werde ich morgen versuchen. Ich werde mir das anzeichnen und werde hier mit einem 6 mm Bohrer eben einfach mal reinbohren. Ich denke, dass die trotzdem halten. Also passt auf, wenn ihr euch das bestellt und guckt nach, was ihr für einen Typ habt. So, wie ihr also gelesen habt, habe ich an dieser Stelle den Einbau der Blende abgebrochen und widme mich nun dem Einbau der Seitenplissés. Dazu seht ihr hier den Rahmen für die Fahrerseite und das Plissé, das dazugehörige. Dazu habt ihr zwei Aufnahmemöglichkeiten oder zwei Nasen und zwei Aufnahmepunkte am Plissé. Die wird dort eingehangen und nicht weiter befestigt. Zu Anfang war das hier so ein bisschen fricklig und ich hatte echt zu tun, das an den beiden vorgegebenen Stellen hier so ein bisschen einzupassen. Aber nach etwas Versuchen habe ich es dann hingekriegt. Das hielt auch relativ fest und war stabil. Problematisch wurde es halt nur, wenn ich das ganze Teil umgedreht hatte. Also quasi jetzt so auf den Kopf gestellt oder in die richtige Position gebracht hatte. Dann passiert nämlich Folgendes, dieses Plissé, das rutscht nach unten weg und ist aus diesen Führungen wieder raus. Also vielleicht mal ein Tipp an den Hersteller, dass man die Einhängepunkte doch genau andersrum macht, dass wenn man also den Rahmen jetzt genau so hochkippt, dass das Plissé nicht rausrutscht, sondern die Haken, also die Widerhaken oder die Aufhängenasen da eben entsprechend durch eine Art Klickverschluss oder so zu ersetzen, dass es nicht immer runterfällt. So, wir haben ja gesehen, eben gerade am Tisch, dass wir das so einhängen können. Solange wir das auf Kopf halten, hält das natürlich auch ganz wunderbar. Deswegen müssen wir hier eine Hand unterhalten. Den ganzen Kladderadatsch müssen wir jetzt nämlich drehen und dabei aufpassen, dass das Plissé hier nicht wieder rausrutscht,
Ja, dann sollten wir es einsetzen. Wenn es dann erstmal drin ist, dann hält das auch. So, das war im Prinzip schon alles. Nachdem ich den Rahmen jetzt schwimmend eingesetzt, also so grob angepasst habe, habe ich mich dann ins Auto gesetzt. Jetzt wird die Tür verschlossen und das Wichtige ist darauf zu achten, dass die Spaltmaße ungefähr überall gleich sind und ein optisch vernünftiges Bild ergeben. Ist alles stimmig, werden die vorgesehenen Befestigungspunkte auf die Tür übertragen. Dazu einfach einen Stift nehmen, durch die Löcher auf die Tür anzeichnen und dann nochmal aussteigen und den Rahmen entfernen, damit die Löcher vernünftig gebohrt werden können. Da ich nicht groß von Wuchs bin, habe ich mich also ins Auto reingesetzt, habe die Tür geschlossen und habe einen Nagel zum Vorkörnen benutzt. Ihr könnt natürlich auch einen professionellen Körner benutzen. Das ist aber unwahrscheinlich wichtig, damit ihr nachher mit dem zu verwendenden Metallbohrer nicht abrutscht und den Lack beschädigt. Auf die gleiche Weise wurde natürlich auch unten verfahren, allerdings konnte ich hier das Auto dazu verlassen. Jetzt wird vorgebohrt. Bitte nehmt hier unbedingt einen 2,8 mm Bohrer wie gefordert, denn ein zu kleiner lässt euch die Schrauben nachher zu straff reindrehen. Und glaubt mir, ich rede hier aus Erfahrung. Für die oberen Bohrungen musste ich natürlich wieder ins Fahrzeug. Nachdem ich also nun alle Löcher fein gebohrt hatte, habe ich mir den Rahmen mit dem Plissé wiedergeholt, habe das ganze Teil eingesetzt. Wichtig ist hier, haltet beides unbedingt fest, denn sonst rutscht euch, wie gesagt, das Plissé raus und das bringt euch zur Verzweiflung. Anschließend dann wieder ins Auto gesetzt und Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich jetzt hier einen manuellen Schraubendreher genommen und nicht einen Akkuschrauber, denn ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich damit meine, wenn man einen zu kleinen Bohrer nimmt und damit vorbohrt. Ich hatte hier also echte Schwierigkeiten, die Schraube reinzubekommen. Was im Prinzip dann doch gelungen ist, da dieses Blech oben jetzt nicht allzu stabil ist. Es gibt aber so Stellen am Fahrzeug, da geht das echt schwierig. Also wie gesagt, deshalb meine Bitte, 2,8 mm ist essentiell an dieser Stelle. Zum Befestigen der Schrauben im unteren Bereich konnte ich das Auto dann wieder verlassen. Also es war ein einziges Rein und Raus. Nochmal zum 2,8 mm Bohrer. Ich hatte wie gesagt den nicht. Hätte ich das allerdings vorher alles gewusst, wäre ich eigens losgefahren und hätte mir einen 2,8 mm Bohrer gekauft, denn das hätte mir eine Menge Arbeit erspart. Ja gut, aber so ein Video soll natürlich auch Tipps weitergeben und der ist ganz besonders wichtig, finde ich. Natürlich gibt es auch noch drei weitere Befestigungspunkte. Die habe ich angezeichnet, nachdem ich zwei Schrauben also befestigt hatte und den Rahmen somit gegen Verrücken und Verruckeln gesichert habe. Dann habe ich also die anderen Befestigungspunkte angezeichnet. Für die noch oben fehlenden Befestigungspunkte durfte ich natürlich wieder ins Auto, wegen meiner hohen Körpergröße. So, nun wurde der Rahmen erstmal wieder entfernt, um die anderen Löcher noch dementsprechend zu bohren. Nachdem ich den Rahmen entfernt hatte, kam die Prozedur wie bei den ersten beiden Löchern. Es wurde mit einem 2 mm, zu klein natürlich, vorgebohrt. Wieder hier der Hinweis, 2,8 mm ist hier essentiell. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Gut, nachdem die Löcher gebohrt waren, wurde der Rahmen wieder eingesetzt. Wurde halbwegs vernünftig angedrückt, sodass er also in Position kam. Und Befestigungspunkt für Befestigungspunkt hier festgeschraubt wurde. Nachdem nun alle Schrauben befestigt waren, begab ich mich nach draußen und konnte es kaum erwarten, dieses Plissé jetzt das erste Mal auszuprobieren. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass das Plissé mit einem Gummi gesichert ist, dass es also nicht ungewollt auf und zugehen kann. Diesen Gummi lasst bitte bis zum Schluss drin und entfernt ihn erst nach dem Einbau. Ansonsten kann es passieren, dass sich dieses Plissé ungewollt öffnet und dadurch beschädigt werden kann. Also das Ergebnis, muss ich sagen, hat mich hier voll und ganz überzeugt. Tolle Verdunklung. So, bei meinem ersten Test des Auf- und Zumachens habe ich hier natürlich auch gleich mal einen kleinen Kritikpunkt anzubringen, denn ab einer gewissen Stellung verlässt das Plissé hier seinen Rahmen. Also wenn man das nicht vernünftig und vorsichtig aufmacht, kann es hier zu echten Beschädigungen kommen. Also wenn ihr hier mit einem Schwapp das Ding aufmachen wollt, habt ihr hier Ratzbatz an dieser Stelle zum Beispiel.
ratzbatz das Ding durchgerissen und das kann in der Wiederbeschaffung, glaube ich, teuer werden. So, nochmal die Tür zu. Ganz dunkel ist es natürlich nicht, da durch die Dachhutze natürlich noch Licht fällt. So, und nun zurück zur Blende. So, an dieser Stelle eine ganz kleine Unterbrechung, denn ich muss jetzt nochmal zu dieser Blende kommen. Ich hatte ja in dem Video von vornherein gesagt, bei dem Versuch des Anbaus, dass also diese Blende irgendwie nicht passt. Denn die beiden Löcher, die hier sind, haben sich für mich ungünstig zum Anbau erwiesen, da hier zu wenig Fleisch war. Außerdem habe ich mich gewundert, warum entgegen der Bedienungsanleitung dieser Ausschnitt schon raus war. Denn in der Bedienungsanleitung steht drin, für Fahrzeuge ohne Kamera und ohne Regensensorbox ist diese Platte hier drin zu lassen. Die ist hier aber ausgeschnitten. Also habe ich mich kundig getan. Und man hatte mir im ersten Gespräch versichert, also das könne überhaupt nicht sein, das ist alles okay. Das würde überhaupt nichts machen. Und wenn ich keine Kamerabox habe, bräuchte ich diese Blende nicht unbedingt verwenden. Ich habe dann natürlich auf dem einen oder anderen Campingplatz, auf dem wir schon waren, mal nachgeguckt und jeder hatte eine solche Blende dran. Dann rief mich ein paar Tage später der Herr Dalcho von Caravan Elements an und an dieser Stelle muss ich sagen, ganz großes Lob für die Sache, denn der teilte mir mit, dass also in der in der Firma Caravan Elements bei der Bestellung von diesem Dometic-Verdunklungssystem ein interner Fehler passiert ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, Asche auf mein Haupt, Herr Martin, das ist uns passiert. Überhaupt kein Problem, Sie erhalten natürlich kostenlos Ersatz. Was mich an der Sache so unwahrscheinlich überrascht hat, dass also ein Händler mal den Kunden anruft und sagt, hier haben wir absolute Scheiße gebaut, das mögen wir entschuldigen als Kunde oder möge ich entschuldigen als Kunde, was ich natürlich auch gemacht habe, denn wir sind alles Menschen, das kann alles passieren. Überhaupt nicht das Problem, Herr Dalcho hat mir zugesichert, natürlich kostenlos Ersatz zu schicken, denn ich hatte recht, also diese Platte hier, wie gesagt, die darf nicht raus sein. Egal, auf jeden Fall für diesen Kundenservice muss ich mal einen ganz dicken Daumen hoch geben, finde ich ganz einfach fantastisch. Und mich hat Caravan Elements natürlich vollkommen als Kunde gewonnen und ich werde da auch weiterhin bestellen. Dieses Paket, was ich also bekommen habe, das habe ich hier schon seit 3 Tagen zu liegen. Aber ich wollte es mit euch aufmachen. Ich wollte mit euch gucken, was also hier jetzt drin ist und wie sich jetzt diese Blende von dieser Blende unterscheidet. Und vor allen Dingen, ob sie sich leichter einbauen lässt. Und da gucken wir jetzt mal nach. Zeig ich euch gleich. So. Hier haben wir mal die neue und hier haben wir die alte. So, was auf den ersten Blick auffällt. Und deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten, die Teile anzubauen. Ihr seht also, dass diese beiden Löcher wesentlich weiter auseinander sind als diese beiden Löcher. Und genau das war mein Problem beim Anbau. Da bin ich heute so froh, dass ich nicht diese Löcher gebohrt habe. Hätte ich das gemacht, hätte ich mir den Himmel versaut. Denn, und da achtet drauf, wenn ihr vorhabt, euch solches System mal zu bestellen. Das System ist top. Es hat 2, 3 kleine Kritikpunkte. Das sage ich aber nochmal speziell. Da mache ich nochmal ein Review, so sagt man wohl. Wenn ihr das System kauft und ihr bekommt die Blende so, wisst ihr sofort, die könnt ihr nicht verbauen, wenn ihr kein Kamera oder ein Regensensorbox unten dran habt. Denn dafür wird diese Aussparung gemacht. Da passt dann diese Box hervorragend rein. Inwieweit sich dann hier am Himmel was ändert, weiß ich nicht. Aber so, ohne Kamerabox könnt ihr das Ding nicht einbauen. Da versaut ihr euch den Himmel, weil der Rand des Fleisches, der ohne Box entsteht, der endet hier oben mit diesen
Rand oben des Loches. Das ist das Problem. Und dadurch steckt der Dübel nicht voll im Fleisch drin, sondern guckt zur Hälfte raus. Jeder halbwegs ambitionierte Heimwerker von euch weiß, was das bedeutet. Das sieht hier natürlich ganz anders aus. Denn hier sind die Löcher jetzt genau im Fleisch der Lese oder der Lichteinheit, die oben im Himmel existiert. Wir bauen das ganze Ding jetzt ein. Ich habe jetzt bloß ein Problem. Ich muss die Seitenteile natürlich wieder locker schrauben, damit ich das Teil vernünftig oben rankriege. Und das gucken wir uns jetzt an. So ist hier mal die Ansicht des Rollos oder des Plissés ohne die obere Blende. Aus dieser Perspektive sieht man allerdings, dass das einem Verdunklungssystem jetzt nicht unwahrscheinlich nahe kommt, denn ihr habt oben hier so ungefähr 5 cm Luft, also einen Spalt, wo Licht durchdringt. Das macht den Begriff Verdunklungsrollo oder Verdunklungsplissé oder Verdunklungssystem etwas obsolet, finde ich. Sollte es vorkommen, dass euch jemand sagt, ihr könnt das ohne obere Blende verwenden, dann vergesst das, das funktioniert nämlich nicht. So voller Enthusiasmus habe ich mich also dann rangemacht und die obere Blende verbaut. Das also nochmal der Ausgangspunkt für alle folgenden Maßnahmen. So, zunächst war es also erforderlich, die B-Säulenverkleidung an diesen drei Stellen hier wieder abzuschrauben und zu lockern. Da die Blende nämlich hier in diese Öse reingeklickt werden muss, muss diese Seitenblende eben wieder gelockert werden. So, die Verkleidung der B-Säule hier also einfach nur lockern, nicht entfernen. So, nun habe ich das Teil nochmal neu angepasst, also die neue Blende, und ich war verblüfft. Denn genau das, was mich vorher so geärgert hatte, das passte jetzt ganz wunderbar. So, ich habe jetzt die neue Blende angehalten, mit einem Bleistift nachgezeichnet. Einfacher wäre es aus heutiger Sicht gewesen, man hätte gleich mit einem 6 mm Bohrer durch diese Öffnung durchgebohrt. So, nun habe ich die Frontblende wieder entfernt, um mit einem 6 mm Bohrer hier die Löcher dementsprechend vorzubohren. Wie gesagt, aus heutiger Sicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich gleich durch die Öffnung durchgebohrt hätte, dann hätte ich die Blende nämlich nicht mehr entfernen müssen. Nun wird die Blende angepasst und mit den mitgelieferten Hohlraumdübeln, die Handwerker unter euch werden die kennen, ansonsten liegen bloß zwei davon bei, wird das Ganze dann befestigt. Man will es nicht glauben, aber das hält wirklich bombenfest. Als die obere Blende dann befestigt war, habe ich die Seitenteile an der oberen Schraube wieder befestigt und den Türgummi entsprechend wieder um den Falz gelappt. Anschließend wurden dann die restlichen Schrauben befestigt. So, ganz zum Schluss wird die obere Blende dann durch dieses kleine Löchlein mit einer Schraube noch fixiert und das natürlich auf beiden Seiten. Das war dann gleichzeitig auch der letzte Handgriff, der an diesem FSP 300 zu erledigen war. Nun sind alle Teile eingebaut. Zeit für ein kleines Fazit. Okay, die eine Seitenplissé habe ich zu. Wie gesagt, achtet hier unwahrscheinlich drauf beim Öffnen. Ich bin echt gespannt, wie lange das hält. Beide Seiten zu. Hier vorne hatten wir ja vorhin gesehen, dass es also doch zu etwas Lichtdurchlass kam. Jetzt, wie gesagt, haben wir ja die Blende, die richtige, verbaut. Und wir sehen keinen Luftdurchlass mehr. Und genauso soll es sein und genauso ist es von Dometic gedacht. Und wenn wir jetzt, natürlich kommt hier oben noch genügend Luft durch, Entschuldigung, nicht Luft, sondern Licht, durch das Dachfenster das zumachen. Und wir sehen nichts. Gut, genauso soll es sein. Ich mache jetzt noch mal wieder ein bisschen heller.
Also ich finde, das hat sich gelohnt. Ganz kurz noch, der Einbau hier von diesem Teil hat also ohne, dass ich jetzt mit der Kamera umhergelaufen bin, 5 Minuten gedauert. Dann diese beiden Teile anzuschrauben hier mit diesen mitgelieferten Dübelschrauben ist easy. Ihr bohrt hier ganz einfach mit einem 6 mm Bohrer vor und setzt die Blende an, schraubt die dann mit diesen Dübeln fest. Anschließend links und rechts noch eine kleine weiß verklappte Schraube hier, also eine weiß lackierte Schraube mit rein. Passt wunderbar farblich. Mein Fazit zu diesem ganzen Teil. Es ist natürlich wesentlich besser als diese Decke, denn wenn ich hier ständig, da hatten wir hier ständig Probleme mit und dann hat man hier rumgedreht, dann zog das, dann kratzte das an den Ledern und es hat natürlich auch ein bisschen Bewegungsfreiheit nach vorne weggenommen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Ich bin erstmal begeistert von diesem System. Der Anbau ist einfach. Also ich sage mal, wenn ich das hinkriege, kriegt es jeder andere auch hin. Ganz wichtig ist zu sagen, und das behält sich bitte, wenn ihr das selber einbauen wollt, das ist überhaupt keine Raketenwissenschaft, aber zum Vorbohren dieser Löcher, erstens, benutzt einen 2,8 mm Bohrer zum Vorbohren, denn nehmt ihr einen zu kleinen Bohrer, drehen sich die Schrauben zu straff rein. Nehmt ihr einen zu großen Bohrer, fliegen die Schrauben durch. Zu groß versteht sich von selbst, macht man nicht. Dann zum anderen. Hier wurde gesagt, Türen zumachen, also die Kassetten reinhängen, die Tür zumachen, ausrichten. Vergesst das. Tür zumachen, einhängen, das wirkt wie eine Schablone, das passt wunderbar. Wenn das drinne sitzt, drückt das vernünftig an. Passt natürlich dabei auf, dass das Teil nicht verrutscht. Zeichnet eure Löcher an, bohrt mit einem 2,8 mm Bohrer vor und nehmt dann und setzt dann die Schrauben ein, die von Dometic hierfür gedacht waren. Ansonsten hat es sich nach den ersten paar Fahrten hervorragend bewährt. Es war absolut dunkel. Das Einzige, was ist, und deswegen bauen wir diese Gardinen nicht ab. Ihr kennt unsere beiden kleinen Fellmäuse, Hilde und Gerda. Wenn Hilde und Gerda hier mal alleine sind, weil Mama und Papa nämlich zum Einkaufen sind, dann passiert Folgendes unter Umständen. Dann hüpfen die hier hoch und wollen natürlich gucken, wo Mama und Papa sind. Und jetzt haben wir die Befürchtung, dass sie dabei die Plissés zerkratzen können. Deshalb, wer Hunde von euch hat, die auch gerne vorne aus dem Fenster gucken und auf Mama und Papa wartet, lasst die Teile dranne. Denn wenn ihr die jetzt zuzieht, dann kommt der Hund nicht auf die Gitter. Zumindest bei unseren ist es so. Ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber wir denken, und das hat bis jetzt auch geklappt, dass wenn wir die Gardinen zuziehen bis hier vorne, kommt kein Hund von uns zumindest auf die Idee, hier vorne ans Plissé zu springen und da etwas kaputt zu machen. Denn Fakt ist eins, wenn hier eine Hundekralle rankommt, sind die Dinger, ach, jetzt ist beinahe was gesagt, sind die Dinger kaputt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, der Anbau ist einfach. Zum Fahren selber, was ich bisher erlebt habe, sie klappern gar nicht. Wenn viele sagen, die Dinger baue ich nicht an, das klappert totaler Schwachsinn. Hier klappert nichts, das ist ganz fein säuberlich verbaut. Ein Tipp noch, an der Unterseite des Frontrollos ist ein Schaumgummi angebracht, der bleibt dranne. Denn ich habe mir die Frage gestellt, bleibt der nur dranne oder ist das ein Transportschutz? Nein, der bleibt dranne. Es wird nochmal ein kleines Review geben, das verspreche ich euch. Das ist nur ein paar Minuten lang. Da stelle ich das Teil hier nochmal vor, wie es sich bewährt hat, ob wir Schwierigkeiten hatten, wie die Plissés halten. Das wird so ungefähr zum Ende der Saison nochmal kommen. Wer es also sehen will, abonniert gerne den Kanal. Das würde mich freuen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob dieses Tutorial des Anbaus, was ich euch jetzt gezeigt habe, mit allen Kniffen und allem, was dazugehört, zu lang ist oder nicht zu lang oder vielleicht übertrieben, dass man sagt, das brauche ich nicht, das weiß doch jeder, das kann ich, das weiß ich. Und dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich bei den nächsten Tutorials mich, wie gesagt, nur auf die Steps des Anbaus beziehen.
und mehr nicht. Ich denke aber, dass der ein oder andere doch bei sehr kurzen Anbauleitungen die ein oder andere Frage hat, die in einigen Videos hier nicht beantwortet werden. So ging es mir zumindest. Gut, wie gesagt, dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, die definitiv kommen werden. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob dieses Format euch so gefällt oder ob ihr es ganz einfach zu lang und zu langweilig findet. Das ist okay, dann werde ich bei den nächsten Videos das dementsprechend anders machen, denn lange Videos kosten auch sehr, sehr lange Zeit in der Postprodukt, also in der Nachbearbeitung. Macht mir aber Spaß, also wie gesagt, das heute erstmal dazu. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, mein alter Spruch, bleibt mir schön gesund. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem einen oder anderen Campingplatz oder Stellplatz. Würde mich freuen, euch mal kennenzulernen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Jens.